Ja, ich bin der Ralf Wagenknecht, bin Inhaber der Firma Wagenknecht und Sohn Bedachungen. Bin Dachdeckermeister. Wir sind 2 Meister und 5 Facharbeiter. Uns gibt es seit 1933 in Lindau und wir machen hauptsächlich Flachdach- und Stalldachsanierungen. Ja, hier mache ich heute ein Aufmaß zur Angeboterstellung für eine energetische Dachsanierung. Wir nehmen die Dachsparren, die Höhen, die Dachneigungen werden abgenommen, die Trauf- und Fürstlängen sowie die Gaupe an sich wird ausgemessen, das ist die Gaupenfläche und auch die Abzugsfläche der Gaupe in der Dachfläche. Also wir verwenden am häufigsten die Punkt-zu-Punkt-Messung und die Punkt-zu-Punkt in der Fläche und hin und wieder auch die Gradbestimmung. Der Vorteil von der Punkt-zu-Punkt-Messung ist einfach, dass ich es von einem Punkt vom Boden aus machen kann. Ich muss mein Gerät nicht mehr umstellen oder das ist einer der Hauptvorteile, finde ich, von dem Gerät. In Verbindung mit dem Stativ, der Kamera und dem Zoom kann ich auch über weite Strecken Punkte anvisieren, meine Messpunkte anvisieren und kann sie im Display mehr gut erkennen. Die Daten werden hier notiert, werden mit ins Büro genommen und dort werde ich sie dann in ein Handwerkerprogramm eingeben. Also wir sparen uns mindestens die Hälfte der Zeit beim Aufmaß nehmen jetzt. Und später natürlich bei der Abrechnung können wir die Maße übernehmen und müssen kein zweites Mal das Objekt aufmessen. Ja, früher war es etwas aufwendiger wie jetzt mit dem Gerät. Also ich müsste jetzt eine Leiter stellen, eine Anlegeleiter und dann eventuell mit einer Dachleiter aufs Dach. Muss mich dort nochmal extra sichern. Also ich muss einen Sicherheitsgurt anlegen oder wir mussten eine Hebebühne bei höheren Sachen nehmen. Der größte Vorteil für mich ist, dass ich nicht mehr aufs Dach steigen muss. Weiters auch, dass ich mir einen Mitarbeiter sparen kann. Ich kann das immer allein machen. Und wie gesagt, ich bin auch witterungsunabhängig. Ich bin sehr zufrieden und das Gerät Disto S910 hat meine Erwartungen auf der ganzen Linie erfüllt.